Ich meine, was machst du dort? Meine Tür ist kaputt. Weißt du, seit dem Anfang und jetzt mache ich mit Schub und jetzt regt es mich auf. Was ist nicht gut an deiner Tür? Ich weiss, alles ist nicht gut, es ist keine Tür. Zeig mal. Das ist doch eine schöne Tür. Es ist keine Tür. Also ist mal etwas anderes. Es ist etwas anderes, aber ich weiss nicht was. Hä? Was machst denn du anders? Ah, ich mache einfach eine normale Tür. Ja, okay. Also, ich komme halt rein, ich mache... Wow. Ja. Wow. Eine super Tür. Ist an sich nicht so eine Sache. Ja, ist eine Frage von der Konzentration. Komm, wir probieren es nochmal. Ja. Du musst ja... Mit Konzentration. Schub. Und Schub, genau. Jetzt pass auf. Nein. Ich glaube, du konzentrierst dich nicht richtig. Mal, ich habe mich extrem konzentriert. Nein, sicher, ich habe nur an die Tür gedacht, den ganzen Kopf voll, so ein Brett. Ja, du musst dir jetzt nicht zu viel vornehmen. Eine, es war nur eine. Ja, also, nimm dir einfach eine ganz normale, so eine 0815-Normtür vor. Ja, die war nicht kompliziert. Okay. Ja, die ist auf und zu gegangen halt. Gut, probier's noch mal. Du siehst die Tür, kommst rein. Aha, also, stell sie mir vor. Sie wäre da. Nein, schau, das merkt man schon, wenn du reinkommst. Du musst... Und du musst sie zumachen. Probier einfach noch mal. Also, du siehst die Tür, kommst rein. Okay. Sie wäre da, stell sie mir vor. Wie meinst du, sie wäre da, ich stell sie mir vor? Vorbereitung, Konzentration. Aber du kannst nicht sagen, sie wäre da. Hey, ich glaube, das ist dein Problem. Hä? Du glaubst nicht an die Tür. Doch. Mal, ich glaube an die Tür. Sicher. Aber du kannst nicht sagen, sie wäre da. Die Tür ist da. Nein. Nein, die Tür ist nicht da. Nein, dir fehlt es an Fantasie. Nein, mir fehlt die Tür. Und ich glaube, es ist keine da. Oder ist es eine Tür, die raucht? Nein. Nein. Also, komm. Mach jetzt einfach mal. Okay. Also, probier's einfach. Du siehst die Tür, kommst du? Ja. Ich sehe die Tür. Und sie tönt blöd. Okay. Look, ich glaube, mit dir stimmt etwas Grundsätzliches nicht. Hä? Was? Das ist nicht so schlimm, das kann passieren. Okay. Weißt du was, vergiss mal die Tür, wir machen mal eine kleine Übung. Mhm. Stell dich mal etwa so hier hin. So. Okay. Ja, nimm dir einfach mal so ein bisschen den Platz, wo es dir schön wohl ist. Und so das ganz in Ruhe. Okay. Nimmst dir den Platz, den du brauchst. Ja. Und jetzt machst du dich einfach mal ganz frei. Ja. Jetzt. Also leer. Eben schon, gell? Also leer, ja, ganz leer. Leer, genau. Klar. Gut, und jetzt denkst du mal einfach an nichts. Jetzt vergiss ich alles, was war. Egal, okay. Egal was gestern war. Mhm. Egal, was morgen sein wird. Ja, oh, gestern war super. Wer? Gerade gestern ist doch kaum. Aber um das geht es jetzt eben nicht. Entschuldigung. Wir sind jetzt nur im Moment. Mhm. Und jetzt versuchst du dich einfach mal ganz ruhig auf deine Wurzeln zu konzentrieren. So. Versuch. Schnuffst ein bisschen. Schnuffst in deine Stellfläche. Was? In meine was? In deine Füße. Ja, aber dann sag doch Füße, wenn du Füße meinst. Stellflächen. Ja, hallo, bin ich ein Schrank? Nein, bin ich nicht, weil sonst hätte ich ja eine Tür. Gut. Und jetzt versuchst du. Ich glaube, du nimmst mich jetzt nicht ernst. Ja, das glaube ich auch. Nein. Aber schau mal, die Stellfläche ist. Jetzt ist ganz wichtig. Ja. Jetzt versuch einfach mal an nichts zu denken. Also, okay. Du spürst nichts. Nicht. Du siehst nichts. Nein, ist nichts mehr. Siehst du ein Wissen? Ja! Nein, eben nicht! Mal, doch, mal, du hast gesagt, du siehst ein Wissen. Aber du musst nicht, weil ich sage, du siehst ein Wissen, sagen, dass du siehst ein Wissen. Das war eine Fangfrage. Danke. Also, wir probieren es nochmal. Also, du spürst nichts. Nichts. Du siehst nichts. Nichts. Du siehst eine Wüste.
Nein. Also, du sagst jetzt nicht mir zu lieb, nein? Nein, nein, ich habe mir zu lieb, nein, okay, gesagt. Okay. Und jetzt ist ganz wichtig. Jetzt merkst du plötzlich, jetzt kommt der entscheidende Moment. Ja. Jetzt merkst du plötzlich, wie ganz unerwartet. Ja. Urplötzlich, wie aus dem Nichts, ein kleines Mäuerli aus dem Boden kommt. Ein Mäuerli, das ist vor dir, seitlich, hinter dir, wie in einem Kreis. Es ist keine Fangfrage. Ist es nicht, weil jetzt hätte ich es gerade gemerkt. Genau. Also, und das kommt wie von Geisterhand aus dem Boden, das Mäuerli steigt und steigt. Das Mäuerli wird immer höher. Das ist ein freches Mäuerli, du. Und, und das Mäuerli wird langsam so gross wie du selber. Oh, okay. Und jetzt merkst du, das übersteigt sogar deine eigene Körpergröße. Wow. Und jetzt merkst du plötzlich, du bist eingeschlossen. Du, ja, ja, wie in einem Turm, du kommst nicht raus. Du sehnst dich nach einer Öffnung, du willst schon raus. Und jetzt zeichnest du vor deinem inneren Auge eine rechteckige Tür auf die Mauer. Eine rechteckige Tür auf eine runde Mauer? Genau. Und dann? Das ist aber keine Normtür, gell? Nein. Er hat eine blühende Fantasie auf seiner Wiese. Und jetzt? Siehst du die Tür fallen, okay, drückst ab und gehst raus. Ja. Ich brauche keine Tür im Mittelteil. Ich weiss nicht, was du falsch machst. Ich weiss es auch nicht. Das ist heute... Weißt du, vielleicht irritieren dich einfach auch die vielen Leute, die hier zuschauen. Ja, natürlich. Das ist manchmal noch schwierig. Könnten sie mal alle geschwind raus? Nein, die gehen nicht. Nein, das machen wir. Oder weißt du, gang du mal hinter einen Vorhang. Okay, und dann? Üb die Tür mal hinter dem Vorhang, so dass niemand zuschaut. Ah, okay. Ja. Manchmal muss man das für sich machen. Ja. Lass dir Zeit. Mhm. Gell? Ja. Wir haben Zeit. Ho, hopp. Du mal. Genau. Hey, ich kann nicht viel überlegen. Jetzt mach's gerade noch mal. Jetzt dranbleiben. Ich mach noch mit Wumms. Okay. Schub. Ja. Hey! Hey, aber du bist super, das war gut. Entschuldigung. Hey, mir ist das am Anfang genau gleich gegangen. Mhm. Mittlerweile sehe ich überall Türen. Ja, toll. Hey, ich sag dir, ich laufe über die Straße, mitten am Tag über den Fußgängerstreifen, oh, eine Türe. Zurück. Manchmal laufe ich nichts ahnend durch den Wald, oh, eine Türe. Zurück. Ich gehe über die Wiese, eine Türe. Zurück. Oder schau mal, ich komme heim, oh, eine Dachluke. Oder eine Kellertüre. Hey, eine Gonfitüre. Ja. Ich sag dir. Komm ich hier, komm. Das Leben ist voller Türen. Ja. Schau, super. Ich mach dir jetzt mal eine Tür auf. Und zack. So, die ist für dich. Oh, danke vielmals. Warte, ich mach noch eine auf. Du, und gerade noch eine. Hey, und jetzt machst du die mal alle zu. Aha. Okay. Oh, oder mach mal noch drei von deinen auf. Okay, und jetzt fährst du einen an und machst alle zu. Alle sechs? Ja. Hey, aber ja, hast du es gehört? Hat super angefangen, wow, aber die hast du noch vergessen. mach mir einmal noch. Okay. Und auf. Und auf. Okay, und wieder zu. Ja. Nicht zu lange darüber nachdenken. Wir machen mal ein bisschen mit Tempo. Und auf, auf, zu, zu. Auf, auf, zu, zu. Auf, zu, auf, zu. Auf, auf, zu, zu. Das ist es! Hey!